Moin moin und hallo Leute, mein Name ist FreshG und ich heiße euch herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play Dead Space 2. Und wir haben einen neuen Anzug, glaube ich. Der sollte jetzt für uns bereitstehen. Hier, erweiterter Anzug. So, mal gucken. Hier haben wir erweiterter Anzug. Der erweiterte Anzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Stase-Bonus, Wiederaufladezeit für Stase wird um 50% gesenkt. Kauf garantiert mindestens 25 Inventarslots und 20% Panzerung. Deine Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Gut, na dann legen wir den Judenanzug mal an, wa? Schnieke, schnieke. Aber ich finde, es sieht ein bisschen so aus, als ob jetzt irgendwie wenig Panzerung da ist. Aber naja, so hat man mehr Beweglichkeit. Okay. Mal gucken wir erstmal, was wir verkaufen können. Genau. Das kann raus. Ja, sowas können wir jetzt auch mal wegballern hier. Ja. Das wär's, glaube ich. Ansonsten können wir ja dann mal ordentlich zulangen, ne? 84.000. Kaufen wir uns jetzt erstmal hier eine Menge Plasma-Munition. Und vielleicht noch ein bisschen was fürs Impulsgewehr. Und vielleicht sogar noch ein paar Knoten. So, da sollten wir auf jeden Fall noch einiges verballern an Geld. Meiner Meinung nach. So, machen wir erstmal so, wa? Gönnen wir uns mal. Mal gucken, wie sieht das Inventar aus? Siehst du, das ist immer noch nicht voll. Kann man auf jeden Fall mal machen. Diese Dinger hier könnte man eigentlich auch schon wieder wegschmeißen. Ja. Machen wir mal. Okay. Shopping-Tour beendet. Vielleicht sind wir sogar zur Shopping Queen geworden. Können wir hier nochmal gucken, was wir jetzt alles verbessern können. Würde ich einfach mal aus Prinzip sagen, Plasma Cutter. Packen wir noch ein bisschen Schaden drauf. Und noch ein bisschen mehr Munition. Das war gerade ein bisschen dumm. Umbauen? Umbauen. Dadurch werden alle Energieknoten aus der Abbildung entfernt. Kostet 5000 Credits. Nope, lieber nicht. Ich hätte ja auch hier am Anfang Kapazität nehmen können. Ja, wurscht. Ist jetzt passiert. Ich würde gerne das Impulsgewehr noch ein bisschen stärker machen. Dann können wir hier was machen und da. Dann ist es auf jeden Fall auch schon wesentlich besser. Das sollte erstmal passen. Kapitel 12. Ich überlege gerade, wie viel Kapitel der erste Teil hatte. Das muss auch so 12, 13 Kapitel gewesen sein. Hier finden wir noch mehr Moon. Oh. Isaac, da drüben. Scheinbar ist der Mechaniker verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Struss ist tot, Ellie.
nicht schade um ihn. Und jetzt brauchten sie Strass nicht, um den Marker zu zerstören? Strass konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit Ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen Sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich sehe mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Gut. Naja, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an, dass jetzt jemand bei uns ist. Beziehungsweise wir bei jemandem sein können. Na komm schon. Boah. Volle Kanne weggeschleudert. Was war hier noch so ein Ding da? Okay. Das waren sie alle. Ah. Ja, können wir da hin? Ja. Siehst du noch einen Energieknoten? Dann habe ich den jetzt quasi wieder gut. Den ich gerade eben da so ein bisschen verschlammt habe. Ah, das kann doch jetzt nicht die Aufgabe gewesen sein. Hey, was haben Sie gemacht? Ich habe gerade die Steuerhologramme verloren. Der Verteiler hatte einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe mich mal um. Viel Glück da oben. Nein, nicht jetzt. Okay. Wie? Nicht jetzt. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Hab den Witz verpasst, Leute. Okay. Wahrscheinlich hat sie keinen Bock, angegriffen zu werden und deswegen nicht dieses viel Glück da oben. Da gammelt sie. Das Gefühl, hier passiert gleich was. Ruhe vorm Sturm, kann das sein? Es läuft gerade viel zu glatt. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich hab dir nicht verstanden. Nichts. Nichts. Geschafft, ich habe das
das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit Sie draufklettern können. Da gehe ich mal lieber aus dem Weg. Holy shit, ey, was haben wir davon? Wow! Noch jemand? Also ich finde die Position ganz gut hier. Scheiße, ey, wenn es hier XP gäbe, ich hätte gerade ordentlich gelevelt. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Nee, Harpune mag ich nicht. Oh, jetzt habe ich es doch aufgehoben. Alter, die Waldfee. Ey, so kann es häufiger mal hier sein, ne? Das fand ich eigentlich gerade ganz entspannt. Komm schon, die nächsten. Okay, mal sehen, was das Baby drauf hat. Wie jetzt? Da nicht durchfahren, wenn ich hier oben drauf bin. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hinschießen. Ein bisschen Munitionverschwendung, glaube ich, sonst. Alter Schwede.
Okay. Ich glaube, dann haben wir es jetzt geschafft, oder? Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie? 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 Wir können unsere Blessuren später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, Ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Der Hälfte von wo? Das ist jetzt die Frage. Ich verstehe jetzt nicht, warum er mit seinem Anzug nicht einfach hier runterjumpen kann. Wäre doch so viel einfacher. Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist er kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich. Wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt einen Systemcheck. Ah, die Ellie ist schon ganz geil drauf, finde ich. Die denkt praktisch. Und vor allen Dingen stellt sie sich nicht nur auf sich selbst. Ansonsten war es ja bis jetzt immer nur so, dass ich für die anderen gearbeitet habe. Und die kann wenigstens ein bisschen helfen. Hauptantrieb ein. Zusatzsysteme fahren. Isaac, was machen Sie da? Luke erschlossen. Oh. Hey Isaac, was soll das? Isaac? Was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf! Notstandprozess eingeleitet. Nein! Nein! Nein, warten Sie es nicht! Warten Sie es nicht, dieses Schiff zu starten! Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey! Sie werden gerettet! Bastard! Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühre mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. Welche Vorsehungsmittel. Aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute. Die würden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. 200? Ist ein Versuch wert, würde ich sagen. Okay, neuen Anzug haben wir nicht. Energiekanone haben wir jetzt freigeschaltet.
Laserkanone. Ich bin der Zuversicht, dass wir eigentlich jetzt alles so schaffen, wie wir es bisher gemacht haben. Ansonsten nochmal Munition aufstocken. Ein bisschen Plasma-Munition. Ein bisschen davon. Ey, und wir haben schon wieder so viel Geld. Warum schieben die uns das gerade förmlich in den Hintern? Das verwundert mich ein bisschen. Meistens bedeutet das ja, dass das Ende nicht mehr so weit weg sein kann. Mal gucken. Fahrstuhlfahrt. Mal gucken, ob da was rauskommt. Oh shit. Okay, war es das? Gut, hätten jetzt auch trotzdem noch mehr sein können, finde ich. Mal gucken, wo es jetzt hier noch hingeht. Diese Harpunenmunition lasse ich mal hier liegen. Konzentrieren wir uns mal auf Plasma und das Sturmgewehr. Sind auch unsere stärksten Waffen. Oh. Diese Harpunen-Babys lassen irgendwie auch nur Harpunen fallen. Müssen wir hier in die Ecke? What the fuck? Ganz schön versteckt, der Schaltkasten hier. Na? So ruhig hier. Alter. Sie
Ach du Scheiße. Hä, muss ich jetzt gegen Menschen kämpfen? Ah nee, ich schleiche mich bestimmt vorbei, oder? Vorbeischleichen. Jetzt soll ich den Strom ausmachen. Wahrscheinlich der Strom. Mal sehen. Na, da haben wir jetzt was Tolles denen eingebrockt. Aber auch wir selbst sind wieder nicht sicher vom Marker. Beziehungsweise vor den Necromorphs, die jetzt vom Marker wahrscheinlich angezogen werden oder so. Weil es hier so in der Nähe ist. Komm, das waren noch nicht die einzigen. Das glaube ich euch jetzt nicht. Das nehme ich euch nicht ab. Das sage ich doch. Oh, wo will der hin? Schaffe ich es, den vielleicht hier explodieren zu lassen? Was ist da noch für ein Geräusch? Das kleine Viech. Lol. Oh nein, ich werde angegriffen. Okay, war auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Taktik, glaube ich. Ich weiß, Selbstlob stinkt. Aber in Dead Space denkt man häufiger nicht ganz so rational. Vor lauter Panik.
Isaac, wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Und wo uns dieser Weg hinführt, das werden wir, glaube ich, im nächsten Part erfahren. Ich hoffe, euch hat auch dieser Part gefallen. Die Action wird jetzt echt immer knuspriger, möchte ich sagen. Also es passiert immer häufiger irgendwas ganz, ganz Riskantes. Und mal gucken, was uns noch im nächsten Part so alles erwartet. Vielleicht sind wir ja da schon dem Ende nah. Unserem Ende, dem Ende der Station hier auf dem Mond oder ja, vielleicht sogar das Ende vom Marker. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch und hoffentlich bis zum nächsten Part. Ciao! Ich habe Jahre damit verbracht, dir den Mentes Hirn zu durchfieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen, Titan? Alles unter Kontrolle! Clark, das ist nicht unsere Schuld. Wir waren so nah dran.